Tiere in der Ritterrüstung. Okay, wunderbar, So, ich sehr mag feige ja die Sachen, die im Antwort. Keller sind, und du magst ja die Sachen, die oben sind. Aber Jetzt brauchen wir nur noch wofür? Der scheiß einen. Schlüssel. Ja, ey, das war jetzt nervig, ey. Den Dachboden war da nicht mehr. Da habe ich ja das ganze Zeit durchgelaufen. Keller war ja auch nicht. Also, kann ja eigentlich nur Erdgeschoss und erster Stock gewesen sein. Ey, ich kann mich nicht dran erinnern. Wir haben die Kontrolle über Satan verloren. Ich wiederhole. Ob man Satan unter Kontrolle hat, weißt du? Oh, warte, warte, ich glaube, ich habe es gesehen. Ja. Hier ist Zauberpapier 1, ist in der Küche. Ich hab den Stern von David. Gut, ich gehe hier nicht mal nach oben. Hier ist erstmal mein Keller. We have lost the control of Satan. Satan, ey, so. Satan. Kennst du schon Satan? Und am Runterfallloch ist Papier 2. Küche und Papierloch. 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 Und ich habe das Grundsied weg. Perfekt. Brauchen wir noch den Halbmond. Räucherstäbchen. Erste Hilfekasten, so früh? Geil. Stäbchen sind überall. We have lost the control of Satan. Da hilft nicht jammern und nicht beten. Alter, bis jetzt So, nichts da auf dem im Keller Dachboden. ist die, im Keller liegt die Tora. Das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe, ist Blut und ein Erste-Hilfe-Kasten oben. Das habe ich noch nicht. Tora. Ich sage, dass auf dem Dachboden nichts ist, oder? Wie lost the control of Satan? Ich wusste schon immer, dass an der Satan ist. Oder das Kalkul. Ah, ich habe den Dildo gefunden. Hallo? Den Ritualschlüssel sieht aus wie so ein leuchtender Dildo. Ich bin das Viech reingelaufen. Okay, gut. Ah, ich Also. glaube, im Keller ist nichts mehr. Außer Tora ist im Keller nichts. Oh Mann. Also auf dem Oh. Dachboden ist nur Ritualschlüssel. Gut, hier ist die Tora. Hab's. Eine Gasflasche. Ist das eine Batterie oder ist das eine Hülse? Eine Hülse. Jo, ich hätte mir so ein Snipergewehr hier geschnappt. Ja, du kannst es wahrscheinlich noch nicht mal benutzen, aber es fühlt sich einfach besser. Ich habe die Bibel gefunden, wir brauchen nur einen Koran. Die Bibel ist direkt neben dem Eingang. Oh, hat mich. Nonny, she make you happy. She will you kill you every day. Wer hat diesmal das dumme Abo? Demi oder ich?
Bibel. Ich hab mich gerade versucht zu holen. Oh. Nun also. Anfängt, sie kriegt dich nicht, wenn du auf der Leiter stehst. Ja, ich bin von der Leiter runtergesprungen, die hat mich direkt geholt. Also einen muss sie wohl holen. Ja, das Spiel ist auch für ein Singleplay konzipiert. Wie soll das denn im Singleplay laufen? Medipacks? Ganz viele Medipacks. Na toll. Tops. Wir sind auch intelligent, ne? Voran. Oh. Bibel ja. Ist unten im ersten Stock und die Tora ist im Keller. Dann gehe ich mal in den Keller. Kommt die Bibel, ich gehe in den Keller, hol die Tora. Guck du, dass du Zauberpapier 1 bist. Zauberpapier 2 ist am Runterfallort. Mhm. Direkt nebendran im Regal. Ja, ich bin unterfallen. Ich war ja schon unten. Ich brauche ein Erste-Hilfe-Paket, die spawnen meistens hier unten. Was? Also ich habe hier vorhin 6 Stück hintereinander gefunden. In der Küche ist das erste. Okay. In der Küche liegt ein Erste-Hilfe-Paket. Perfekt. Ich lasse es dir liegen. Jo. Papier 1 gefunden. Gehst du in die Küche holen oder soll ich es dir mit, oder soll ich es mitnehmen? Nehmen wir es mal mit. Ich muss jetzt meins verwenden, weil ich habe noch mein Leben. Wo war das am Unterfallort? Am Unterfallort in dem Regal. Sie kommt. Ja, ich habe eh das noch ein Abo. Du kennst mich. Komm schon. Hallo. Hi, hi. Hi. Hallo, Party. Oh, alles klar? Ja, und bei dir? Ja, soweit. Die kommt, soll die? Ja, ich weiß, dass sie kommt. Ich habe eh das nur ein Abo. Das kennst du doch schon. Ja, sie versucht mich die ganze Zeit zu kriegen, aber ich stehe auf der Leiter. Mit SDP spreche ich morgen, ne? Jo. Jo. Aber die haben sich soweit positiv geäußert, also die wollen nur auch mal besprechen, die Art, was ich dann vorhabe, das wollen sie noch mal wissen. Ja, okay, Felix macht jetzt dann noch mal eine Umfrage für die Anmeldung für das Winterturnier. Nun, Abo! Ja, wie gesagt, sei mir nicht böse so, ne, aber wenn da der Großteil nicht da ist, dann brauchen wir an sowas nicht teilen. Ich kann am 1. dabei sein, am 2. Spieltag nicht. Und das wäre scheiße, wenn ich dann nicht dabei bin. Wenn wir am 1. genügt haben, ne, und am 2. plötzlich nicht. Da setze ich lieber komplett aus. Okay, ich hab's zweite, brauchen wir das dritte. Deshalb machen wir, deshalb fragen wir rum, ja, wer da ist und wer nicht. Dann haben wir eine Übersicht. Ja. Wie gesagt, für sowas Urlaub zu nehmen, lohnt sich für mich ja auch nicht. Ja, also, hat keinen Sinn. Ich brauche mal zu meinen Urlaubstage, wenn ich von Martin die Katze abholen, dass ich die erste in meinen Frühschichten vielleicht Urlaub nehme. Ich auch nicht, da bin ich auch nicht da und Kevin auch nicht. Mhm. Hast du mit Kevin ein Date ausgemacht? Ich habe geschrieben zwischen dem 17. und 18. Ja, er muss das ja genau wissen. Ja, dann muss ich ja dir Bescheid wissen von dir. Wenn er am besten kann zwischen den beiden. Ich bin der Flexibelste, ich bin Rentner, ich muss dort arbeiten gehen. Ja gut, das stimmt. Ich glaube ja nicht den 17. Ja, dann setzen wir die beiden bei Merlin und Sakura ab und gehen erstmal was essen. Mhm.
aber das wird, denke ich mal. Ja gut, das kann nicht so laufen wie beim Schlachtfest, ja, wo dann noch einmal Carsten runterkam. Ja, wie ist das denn mit Schlachtfest? Ja, wie soll das sein? Ja, yeah, wir haben schon 4 Spiele verloren, weil wir nicht angetreten sind. Ja, wenn keiner da ist. Was für eine außerdem hat es keiner geschrieben, dass wir da eine Anmeldung haben. Das ist mir neu. Staufen etwas mit Schlachtfest erwähnt und dann nicht weitergeredet, wo er mich gefragt hat. Schlachtfest, Fragezeichen, schreibt, was ist damit? Ich habe das mit einem halben Satz erwähnt, als er die Regeln vom Schlachtfest reingesetzt hat. Da Schlachtfest auch, und ich habe uns dabei angemeldet. Das steht im Clankrieg-Raum drin. Aber das wusste niemand. Ja, also ich bin gleich tot, weil ich kein Medipack finde. Ich habe noch 3 Leben. Wo bin ich? Ich sag mal, dass wir für das Schlachtfest gemeldet waren, das wusste ich. Ich wusste nur nicht, wann stattfindet. Leute, ich bin einfach umgefallen, weil ich keine Leben mehr hatte. Naja, ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich auch zu Kevin gesagt, was sowas angeht, lass mich das machen und dann ist gut. Ja, hätte ich da was gewusst von, ich hatte frei, mir hat keiner was Bescheid gesagt, das fand ich das Komische. Mal machen wir ja dann eine Anmeldeliste, ja, wer Zeit hatte, war ja gar nichts da. Ich weiß so, ich habe nur von jemandem von 2 Stück vom Clan geschrieben, Schlachtfest, Fragezeichen, hä, was ist denn damit, was, hä? Ich hab mich ja gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Ich kann mir keine 6 Leute aus dem Arsch ziehen. Ja, klar. Ja, also wenn das so kurzfristig läuft. Nein, wer hat uns reingesetzt? Ich weiß, dass sie irgendwie die Zeiten verlegt haben, das habe ich mitgekriegt. Du brauchst ein Medipack, Soli. Ja, ich suche ja eins. Ja, ich weiß, dass sie haben die Zeiten verlegt und sie haben es vorgezogen. Ja. Sie haben es direkt nach dem Clankrieg gelegt, ja, und das fanden ja irgendwie alle scheiße. Ja, weil da keiner reagieren konnte, ne? Also. Nee. So, und dann von Hansen, also von FAKK, das fand ich auch nicht gerade löblich, also. Alter, in dieser Runde sind echt Medipacks rar, oder? Hattest du was mit Hansen schon mitgekriegt von Kevin und mir? Nö. Ja, Hansen will ja mit Kevin reden über mich. Wieso? Ja, weil ich ja angeblich so eine Belastung für euch bin, dass ich ja, Apropos Belastung, Demi, es kann sein, dass sich 2 Spieler die Tage bei mir beschweren. Ach, mir? Warum? Na, ich hab sie mit einem Wooster gemobbt. Ja, aber warum sollst du eine Belastung für verstehen? Ich schätze, die wollen ihn einfach nur abwärmen und sagen, das ist für uns Belastung und somit wollen die ihn loswerden. Nein, ich war ja damals bei FAKK, war da auch Baller, weil ich halt mit einer der meisten war, die Erfahrung haben, also ich war da mit einer der einzigen so. So, und da habe ich es halt auf einmal nicht mehr gemacht, weil das war so ein ganz blödes Training. Musstest du von einer Zerstörerfahrerin angelernt werden auf dem Schlachtschiff, damit ich gesagt habe, die wirklich kaputt oder was? Wer überhaupt mal irgendwas? So, und seit dem Zeitpunkt habe ich mit Hansen und FAKK komplett Stress, also nur Streit. Komm her, Papa Medipack. Oh, wenn ihr mir auf den Sack geht, dann hat er ein Problem mit mir. Ja, da hatte Hansen ja zu Kevin geschrieben, dass er sich mal mit Kevin überein will, so, und da bleibt er nur ich. Demi, hast du bei mir das Non-Abo eingestellt? Ja, kaum lebe ich wieder und ich habe wieder 1 HP. Ich bin tot und werde vom Teufel besessen. Genau, wo ich mich wiederbelebt habe. Ich laufe hier die ganze Zeit rum. Dieses Non-Abo bringt mich hier um. Ja, mein Gott, wahrscheinlich will der sich gar nicht mit mir unterhalten. Er will sich vermutlich gar nicht mit dir unterhalten, er will sich vermutlich direkt mit Kevin unterhalten, weil Kevin eventuell einknickt, aber Kevin hat schon gesagt. Hansen kriegt sowieso eins zwischen die Ball, zwischen die Fühler wegen Clanshaming auf Facebook. Och, was hat er gemacht? Ja. Weil ich hatte ja auf Facebook einen Beitrag geschrieben, zwecks Partnersuche, also zwecks Partner-Clansuche und alles. Und da hat Hansen halt reingeschrieben, ja, und was mit Schlachtfest gewesen, ihr seid ja gar nicht angetreten und bla bla bla, erst Zusagen und alles. Der wäre auch nur geschrieben, ja, das ist vor meiner Zeit passiert, das Anmelden.
Na, wo kann ich jetzt führen? Ich will mal erstmal wissen, hat uns einer von den Clan angemeldet? Ein normaler Spieler oder wie? Ich weiß von nichts. Kevin hat uns angemeldet. Okay, aber sonst ist Kevin immer einer, der die Informationen direkt rausrückt. Ich wusste es ja, ich wusste es, wie gesagt, dass wir angemeldet waren. Ich wusste nur nicht wann. Gut, mitbekommen habe ich auch was mit Schlafgesatz. Also wann, wusste ich ja nur, dass wir angemeldet sind, das wusste ich nicht. Weil wann, das konnte man ja lesen in dem Ausschreiben. Nur Kevin hat das mit einem halben Satz reingeschrieben, aufs Zauberpapier. Ja, dass er uns nur nebenbei, wir haben uns auch angemeldet, hier sind die Regeln dafür, aber sonst gar nicht. Keine Erinnerung, null. Ja, kann ich auch, hätte er der gesagt, ja, kannst du dich mal drum kümmern, dass wir Leute sind. Aber keine Ahnung, ich wusste nicht. Ach komm schon, die Nonne kommt schon wieder. Machst du mal Blut rein, wenn ich wieder besessen bin? Ich hab kein Blut. Ich hab 3, jetzt 4. Sie hat mich. Oh, was Neues. Ja, soll ich ruhig mal mit mir unterhalten. Kann er gerne tun. Wie gesagt, du, ich bin Samstag auch da, Hans, und kriegt von mir auch eins zwischen die Ohren. Hast du auf Facebook jetzt zwischen der Klasse geredet? Ich hab vergessen. Ist der eigentlich bei uns auf dem Server drauf? Weiß ich gar nicht. Aber wie gesagt, der kriegt am Samstag eins zwischen die Hörner, ist mir auch egal. Ach ja. Von mir bitte auch, ich bin nicht da. Aber so abzustücken lasse ich mich nicht. Das kann er vergessen. Ja. Soll der Scheiß. Vor allem, wenn er ein Problem mit mir hat, dann kann er das gerne mit mir zusammen besprechen. Aber er hat euch da nicht mit reinzuziehen. Also den Clan hat er rauszulassen. Ja. Vor allem deswegen kriegt er eins mit mir von mir. Aber auch von Kevin. Hat Kevin auch schon gesagt, wenn man Kevin telefoniert. Nee, wenn er sich unterhalten will, muss er eh hier auf den Server kommen. Also. Ich glaube nicht, dass. Der soll nicht auf den Server von denen gehen. Der soll auf unseren Server das machen. Ich bin dafür, dass wir ihm die Bob-Rolle geben. Nee, aber SDP hat ja gesagt. Also, boah. Ja, ist auf jeden Fall schon. Ich bespreche da am Donnerstag halt nur auch den Rest. Ja. Dann reden wir dann mal am 29. wegen unseren kleinen Problemchen. So wie es aussieht, wird Jack nicht dabei sein. Oh, nicht dabei sein. Ich habe doch nächste Woche Samstag mal ein Treffen. Ein Clan-Treffen im Clan-Krieg Weiterraum beantragt. Dass wir mal so ein bisschen drüber reden, was scheitert. Oben oder unten? Oben. Ja, dass wir gucken, was wir mit Jack machen. Dass so Sachen gar nicht gehen. Werden in der nächsten Season called. Wie wir das regeln. Mit der Aufteilung Alpha Bravo. Ich will da jetzt nicht mitten im nächsten Clankrieg reinkommen und dann ein Eimer dann darum sprechen haben. Ja, aber wir wollten das doch so machen. Ich will das. Hab ich keinen Bock drauf. Wir hatten uns auch schon darauf geeinigt, dass wir Bravo benutzen und Alpha liegen lassen würde. Ja, aber er will ja sein festes Team machen. Nein, gibt's nicht. Gibt es nicht. Ja. Also ich bin komplett gegen feste Teams. So, erstens, dass wir die Clan-Gemeinschaft weiter schwächen. Ich hab von vornherein gesagt, es gibt keine festen Teams. Weil das fördert die Grüppchenbildung und auf Grüppchenbildung habe ich gar keinen Bock. Weil dann wird auch diese Sache sein, ne? Wie wenn, können wir jetzt mal mich und Kevin gut reinnehmen, ne? Wir beide sind Schichtarbeiter, auch du, ne? Und wenn dann Gruppen gibt's, ne? Und zum Beispiel, ja, dich habe ich auch nochmal reingezogen, und dann sowas kommt, ne? Dann werden wir halt am seltensten mitgenommen. Da werden nur die Säen mitgenommen, die ganz viel Stahl abgefahren haben, wie Undead die Season. Der sich dann rumsickt, wenn er einmal nicht mitkommt.
Nee, dass wir dann damit anfangen, dass die Leute Alpha fahren. Ja, in der Bravo fehlt einer. Ja, ich fahre nur Alpha. Ja, nee. Kein Bock drauf. Und zweitens das. Es gibt eine klare Ansage. Gamer ist nach mir gekommen. So. Fakt ist, wie gesagt, es ist alles eine Demokratie so, ne? Aber ich bin schon aus einem bestimmten Grund zu euch gekommen, ne? Gerade weil es die Gruppchenbildung bei euch nicht liegt. Nur, da du jetzt als Caller aufgehört hast, ist da noch Roy als Caller, der nachrückt. Also den dominiert der liebe Emil ja komplett. Und Andreas wird auch von Emil dominiert. Also. Naja, wenn es wieder geht, kann ich auch wieder Caller übernehmen. Ich kann auch callen, ja. Also, das haben wir ja gemacht. Nebenbei, der können wir einen Notfall machen. Kann ich vom WD aus callen? Gibt's halt deine Venezia, dann fahr ich halt BB. Oder du, dann machen wir es halt so. Wir callen uns untereinander. Eine Map machst du, eine Map mach ich dann. Dass wir uns halt nicht jede Map uns eine eigene Taktik so, überlegen. Wenn gar keiner da ist, bin ich jetzt. Ganz einfach. Soll die mal deine scheiß Räucherstäbchen an? Ich bin keine Räucherstäbchen. Ich habe immer noch direkt. Ich habe immer noch direkt auf dem Land. Starten. Ich hab eins gefunden. Bin tot, hab kein Medikit. Wo bist du? Keine Ahnung, irgendwo im ersten Stock. Irgendwo im ersten Stock, wenn ich dich nicht sehen würde. Oh, und wenn mein Plan aufgeht, dann müssen wir immer auch irgendwann mal Söldnern dürfen. Ganz einfach eine Sache. Weil ich will mit SDP sprechen. Die haben ja bei uns ausgeholfen. Ganz einfache Sache. Müssen wir uns auch mal bei denen hinstellen und mithelfen. Ja. Sonst ist es unfair. Also, wir können nicht bei uns die Wertung hochprügeln und bei denen. Nee, können wir nicht. Bist du nur gefangen? Oh. Ja, ich werde gerade rumgeschleppt. Jetzt sind wir halt auch genug Spieler, dass wir halt auch aushelfen können. Ja? So, und damit der SDP auch vorschlagen, dass wenn bei uns nur der Mann ist, die uns helfen und wenn bei denen nur der Mann ist, dass wir helfen. Ganz einfach. Ja. Dann müssen wir uns halt mal Söldner holen, aber der Fall, welche von uns bei denen wird. Ja. Ja gut, ich denke, wir werden dann eh ein zweites festes Team zusammenkriegen. Letztes Team. Aber wir machen das auch so in Zukunft. Wer sich nicht einträgt, fährt auch nicht mit. Das habe ich immer im Aim aufgeregt. Der war nie eingetragen. Ja gut, er ist der Caller. Aber solange nicht von anderen verlangt, dass die sich eintragen, er es nicht macht. Hat er nicht letztes Mal... Dann gibt es eine ganz klare Ansage, es gibt eine ganz klare Gliederung, was besprochen wurde und was angenommen wurde. So, wenn da reinkommt, wer sich nicht einträgt, wird auch nicht mitgenommen. Das heißt, dann ist das so. Ja, und das mit Jack. Wenn er da ist, kriegt das immer auf Brot geschmiert. Wenn er nicht da ist, gibt es ein Gespräch. Und dann gibt es wahrscheinlich dann halt auch einen Abgang. Steht hinter meine Entscheidung, steht hinter deine Entscheidung, ganz einfach. Alter, wo sind die letzten beiden Stäbchen? Nicht. Denn das wird dem lieben Jack auf jeden Fall nicht schmecken. Ja, hast mich traumatisiert. Übergemacht. Wo bist du schon wieder? Ich hab noch ein Päckchen. Gut. Ich sag mal so, dann wird ihm das halt nicht schmecken und mir schmeckt es halt nicht, wenn ich da kurz vor Knapp noch mal einen Söldner raussuchen muss, weil einer fehlt. Ja, ich würde mal anhören, was der sagt und dann sage ich ihm dann, ob es noch Sinn mit ihm macht oder nicht. Denn es kann nicht sein, dass er in einem Clan sein will, die Clan-Vorteile abgreifen möchte, aber für den Clan halt nichts tut. Und da haben wir ja noch einige davon. Jack ist ja da nicht alleine. Ja, so ein Dr. Menthol gehört auch dazu. Ich habe immer noch nicht Kevin, warum er den aufgenommen hat.
Edward nichts für den Clan. Naja, ein bisschen Öl einfahren, das war's. Ja, naja, Öl einfahren tun die genug, also da kann ich heute nicht widersprechen. Ja, wenn's jetzt aber darum geht, ja, die Leute, die Öl einfahren, dann können wir keinen davon rausschmeißen. Oh. Gescheitert. Wo mir gerade gedacht, geteufelt? Das macht Jack halt eben auch. Mhm. Ja, also, so sollte das jetzt auch nicht klingen, ja. Also.